So, herzlich willkommen. Hi, Alpakna. L to the Jizzy. Danke für dein Like. Und zwar brauchen wir nur noch 4 Abonnenten. Dann haben wir die 700 schon geknackt. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Das Thema ist nämlich heute No Man's Sky, Leute. No Man's Sky ist gepublished und entwickelt und damals auch programmiert von Hello Games. Gepublished ist, glaube ich, über. Ist auch real. Und ich muss mal kurz meine blöde Jacke ausziehen, weil die ist so. Die hat so einen Reißverschluss und da kommt immer das Mikrofon irgendwo, auf jeden Fall das Kabel und dann macht immer so kling. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Und ja, Pusher to the Limit ist das neueste Update. Und ihr seht jetzt schon, damals habe ich No Man's Sky gezockt, war eines der ersten Spiele hier auf diesem Channel. Wurde aber nicht weitergezockt, weil die haben uns Milliarden von Sternsystemen versprochen und Milliarden von anderen Leuten. Und der Creator, der Creative Director hat gesagt, dass das Spiel so groß ist, dass es unmöglich ist, andere Spieler zu treffen. Aber er hat nicht, also er hat damit ja eigentlich eingeschlossen, oder dass es einen Multiplayer geben könnte. Allerdings gibt es keinen Multiplayer und auch wenn man sich treffen könnte oder würde auf dem gleichen Planeten, man würde sich nicht sehen. So, und jetzt haben sie nämlich ein paar neue Updates rausgekommen. Und zwar gestern kam ein Riesen-Update raus, ja. Das ist das neueste Update. Hi, danke, Alpak. Dass ihr am Start seid, ja, wir zocken heute mal. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir hier einen kleinen Livestream ja, raushauen haben, mehr oder weniger, aber das ist der erste No Man's Sky Part, weil wir nämlich uns das neue Update nämlich angucken werden. Und zu meiner und eurer Überraschung gibt es nämlich verschiedene Spielmodis. Und zwar normal, ein entspanntes Erkundungserlebnis, Original-Gameplay auf gewöhnlichen Schwierigkeitsgrad, Standardtechnologie und Konstruktionskosten. So, Überleben, ein kniffliges Überleben. Überleben mit begrenzten Ressourcen, erhöhter Gefahren und stärkeren aggressiven Gegnern. So, jeder Fortschritt geht beim Tod verloren. Stell dich dem Risiko des dauerhaften Todes mit dem erhöhten Risiko und Gefahren des Überlebensmodus. Kreativ erkunde und kreiere nach Belieben. Okay, und da sehen wir jetzt also, dass wir könnten jetzt hier einen Spielmodus aussuchen, oder? Also wir nehmen den letzten. Also wir nehmen auf jeden Fall also unser letztes Spiel sozusagen von wann war das jetzt? Fuck, jetzt zeige ich gar nicht in die Kurve, von wann das war. Aber das müsste schon ein bisschen länger her sein. Müsste wirklich schon echt unzählig lang her sein. Komm, wir reisen jetzt in die Galaxie. Ich freue mich so sehr. Und die Foren und vor allem Reddit geht so ab, Leute, dass ich mir dachte, fuck, ich muss mir das Spiel nochmal runterladen und gucken, was das wirklich zu bieten hat, weil. Fuck, jetzt habe ich den nicht runtergeladen, so eine Hurenkacke. No Man's Sky. Und da seht ihr auch schon die ganzen Bilder. Natürlich ist es jetzt schon ewig her, dass ich es gezockt habe. Wie ihr jetzt nannt, das ist wahrscheinlich relativ schwierig. Ist mir aber eigentlich Latte. Ja, Bildspeicher. Genau, und das legt mich hochladen. Oh. Das Wegbereiter-Update 1.2 mit dem Wegbereiter-Update erhält No Man's Sky Fahrzeuge und vieles mehr. Er zeigt unseren zukünftigen Weg Planetenfahrzeuge, bauen Basen bis zu 3 Exportfahrzeuge. Wir können uns jetzt eigene Basen bauen und so, was echt krass ist, was echt cool ist. Warte, wie klettert jetzt mal schnell das hoch? Hi Crazy Bro, hi Mike, hi Chris, Tompola, Wider, da muss man gegen den großen Stepfen. Was? Ja, du musst ja irgendwas gegen den Großen kämpfen. Welchen Teil zockst du nochmal? Hello Games, habt halt viel Spaß an der Verbesserung. Ja, Hello Games hat damals halt zu viel versprochen. Als es rauskam, war es halt noch nicht fertig, das Spiel. Und das Spiel halt, sollte halt riesig sein. So. Neuer Modus, sammle Nati-Haufen und kaufe neue Updates für Waffen, Fahrzeug-Updates. Oh, ist bestimmt eine dazugekommen. Was mich aber am meisten interessiert, ist der Basisbau. Wir können uns jetzt auf jedem Planeten eine eigene Basis bauen, so eine kleine Stadt. So, Basisteilung aktivieren. Du kannst deine Basis jetzt online teilen, damit andere Spieler sie entdecken können. Ist die Funktion also, kann das Erstellen von beleidigten und unangemessenen Effekt auf das Ansehen deines Kontos haben. Basisteil aktivieren, ja. Auf jeden Fall. Ach, hier sind wir. Oh shit, die Grafik haben sie aber auch echt verbessert. Warte mal. Grafik haben sie verbessert und was sie verbessert haben, ist der Sound. Ich habe noch 5 Millionen Units. Und jetzt gibt es ja auch so eine andere Währung, seht ihr das? So, richtig.
Ihr habt jetzt auch so eine andere Währung. Diese Natives, Natives-Haufen. HypioZ, low, geil, Bro. Ja, Mann. Leider geiles Spiel. Das ist eines meiner ersten PlayStation-Spiele gewesen. Und das haben. Ich habe gestern, ohne Witz, ich habe gestern mit meinem Bruder darüber geredet und meinte, ey, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht am Anfang, aber die haben einfach so viel verkackt, dass. Ist das mein Schiff hier? Ist das drittes mein Schiff? Nee. Oder? Nee. Siehst du, nee. Das ist hier ein enger Verbündeter. Ja, ich habe die Sprache ja fast schon gelernt. Wo ist mein Schiff? Hier ist mein Schiff. Warte mal. Ach so, okay, so ist. Jetzt nochmal springen. Komm, wir fliegen mal los mit meinem Schiff. Gucken uns mal ein paar Planeten an. Chris 1 zu 7, ja. 67.000 Kilometer Sekunde starten. Zack. Zack. Gucken wir uns mal die Galaxie an. Warte. Wo sind wir denn hier? Okay, das ist der erste Planet. Ja. Da hinten ist noch ein Planet. Unentdeckt. Ich scanne den mal schnell. Gold, Nickel, Helium. Okay. So schieße ich. Hier mache ich nochmal meinen Booster. Ah, so. Das ist der Impulsantrieb. Kurz vor Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit ist auch nochmal ein Stück höher. Das war arschlaut, halt ich, oder? Hört ihr mich auch? So. Ein bisschen Treibstoff haben wir noch. Da bleiben wir das Treibstoff 250.000. Aber wir müssen auf jeden Fall auffüllen, wenn wir da sind. Oh, wir müssen auf jeden Fall auffüllen. Mit der PSR ist das sicher geil. Ja, bin heute Abend bei Freunden im Dorf. Ja, ich freue mich auch auf morgen. Ich werde jetzt hier mal schnell auf den Planeten landen. Und dann mal gucken, wann es auch neue gibt. Ich muss eh noch mal gucken, wie die ganze Steuerung und so war, Alter. Hab das Bild geschickt, ja, warte mal. Ich muss erstmal hier unten landen. Auf diesen roten Planeten, dann versuchen wir mal irgendwie was. Guck mal da hin. Da sieht der gut aus. Da landen wir mal gucken, was das hier für ein Ding ist. Einleiten, zum Landen einleiten, Viereck. Okay. Geil, Leute. Lasst auf jeden Fall ein paar Likes da. Oh, wiederhergestellt. Nicht ausschalten. Neue Planeten entdeckt. Stimmt, wir können den Planeten ja auch selber dann nach uns umbenennen und alles. Krass. Ah. Das ist mein Abbauwerkzeug. Iridium. Iridium ist sehr, sehr teuer. Das ist ein Silikat, na klar. Das ist der aber auch. Und den kann ich hier abbauen. Ich habe einen richtig starken Bergbaustrahl. Ich habe eh den stärksten Bergbaustrahl. Haben sie nur den Sound und die Sprache? Die haben sau viel verbessert. Die haben neue Fahrzeuge gemacht. Du hast jetzt Land- und Bodenfahrzeuge. Es gibt 4, 5 verschiedene Bodenfahrzeuge, mit denen wir hier über den Planeten rasen können. Wir können uns eine eigene Basis erstellen. Eine eigene Basis, Alter. Eine riesengroße Basis können wir uns erstellen. Fortgeschrittener Minenlaser habe ich doch. Krisonit. Ach, krass. Krass. Im Fotomodus gibt es jetzt auch noch. Ich muss erstmal wieder rinkommen, so ein bisschen, weißt du? Steuerung, gucken wir mal Nahangriff. Die haben alles Mögliche verbessert. Die haben wirklich alles Mögliche verbessert. Und deswegen habe ich es mir gerade runtergeladen und muss sagen, ich will jetzt einfach mal ausprobieren. Guck mal kurz hier das Foto an, Tom Feuer, Digga, man muss gegen den Fetten kämpfen. Jo. Versuch mal grammatikalisch richtig zu schreiben. Das lohnt sich viel. Also wenn du da versuchst, immer die Wörter mal richtig zu schreiben, weil du schreibst relativ oft Wörter, die ich nicht mal lesen kann. Ich muss mal fragen, was du damit meinst. Ist ja nicht böse, jemand. Ich frage mich dann immer. Ah, okay. Aber manchmal kann ich es auch einfach zusammenleiten. Flugsteuerung. Nee, eigentlich will ich wissen, wie ich. Wie ich renne. Springen, rennen. Hier.
Ach so, auf rechten Analogstick. Waffen wechseln Dreieck. Ich hab ja nur die eine Waffe. Okay. Das ist meine Waffe. Guckt euch das an, 22 Plätze. Wisst ihr, wie lange ich dafür gesucht habe? Guck mal, Klasse C. Steht auch ja nicht mehr da. Ich kann es umbenennen, geil. Gucken wir uns mal rein in mein Raumschiff an, 20 Plätze, was schon echt teuer genug war. Ich weiß aber nicht, warum ich 5 Millionen Dollar habe. Units. Und ihr seht ja, was ich alles schon gemacht habe. Man muss ja auch dann die Sachen nebeneinander bauen, damit die dann noch extra gepusht werden. Und hast du dir Bild angeguckt? Ja, ich habe mir Bild angeguckt. Ja, ich kenne das Spiel, also die Verpackung kenne ich auf jeden Fall. Und das ist mein Rucksack. Wo auch noch, also bis zu 45 Plätze, glaube ich. Nee. Ach nee, ich hatte schon glaube ich die Höchstanzahl und jetzt haben sie das nochmal erhöht. Jetzt kann man noch mehr tragen. Den Atlas Pass 1 habe ich auch schon, Platin, bla bla. Die ganzen Bonussachen, dass ich auf dem Planeten nicht gleich verrecke. Muss halt den Scheiß immer aufladen. Aber es hat mir mega Spaß gemacht. Und macht mir noch mega Spaß. Also was wir noch gucken wollten ist. Nee, ich wollte eigentlich in Menü gucken. Wir müssen auch auf jeden Fall mal hoch und die Sachen verkaufen alle. Hier, entdeckt. Da seht ihr mal, was ich entdeckt habe. Hier. Nee, ich will wieder zurück. Warte mal, ich komme gerade noch nicht so richtig klar. Hier, so. Ich will jetzt eigentlich nur, dass sie zuklappen. Nee. Wir suchen jetzt mal Garten Eden. Hier Nimbus 2016, Tschernobyl 2, Dr. Dave 1. Garten Eden 2. So, Garten Eden 1. Da seht ihr ja die ganzen Galaxien, die ganzen Planeten, die ich schon mal benannt habe. Die ganzen Leute, die irgendwann mal Let's Played haben und die ganzen Dinger hier lesen. Bestimmt lustig. So, Christian wirf ein, bla bla. Wie viel ich schon entdeckt habe, Alter. Hier Garten Eden. Das ist mein erster Planet gewesen. Wie ihr sehen könnt, habe ich da mega viel gemacht. Mein Bruder weiß ich nicht, ob der streamt. Hier, das ist alles. Es gibt diese drei Haupt-Alien-Gruppen. Die Korvax, die Vikings oder was und die Gex. Und das finde ich halt ein bisschen wenig dafür, dass ihr gesagt habt, es gibt 13 Milliarden Planeten. Dann gibt es nur vier Rassen, also mich. Ich weiß ja nicht, von welcher Rasse ich bin. Und die. Hier bin ich Mitarbeiter, hier bin ich engender Verbündeter und hier ist Doktorarbeit natürlich wegen Dave. Protokoll. Letzte Reise, Folge dem Weg durch die Galaxie. Ja. Die Grafik haben sie auf jeden Fall verbessert, auch wenn der Planet jetzt hier nicht nach der schönsten Grafik aussieht. Bitte lass den heute streamen. Noch 11 Abos, dann hast du 7. Ja, vorhin waren es noch 4. Vorhin hatte ich noch schon 96. R2 gedrückt halten zum Starten. Genau. Haben wir denn noch Startdüsenimpuls ist glaube ich Hyperantrieb. Hier Hyperantrieb ist das, was wir brauchen. Was brauchen wir dazu? Sammel Warpzellen. Nein. Also die Frage, wie stelle ich denn Warpzellen her? Hier Projekte herstellen, Sachen herstellen, Technologie herstellen. Überbrückungsschip. Abzelle, was brauchen wir dafür? Antimaterie. Für Antimaterie brauchen wir Elektrodampf.
Elektrodampf können wir herstellen. Müssen wir, glaube ich, das Zink. Wir brauchen Zink. Zink finden wir hier nicht. Wir fliegen mal kurz raus. Und wir gucken mal, wo der andere Planet ist. Haben wir den nicht schon? Wir machen mal unseren Hyperantrieb wieder. Und schießen mal dahin. Menü, dass ich bin dann erstmal weg, ja, später. Ich versuche mich hier eh zurechtzufinden. Eigentlich wollte ich ja Horizon zocken, aber irgendwie ist das denn dazwischen gekommen. Wir müssen mal gucken, zu Fuß. Flugsteuerung nach links wollen. Ich suche halt. Wie mache ich denn? Norman Sky, wie aktiviere ich denn den Hyperantrieb nochmal? Ich muss mal kurz gucken, weil da steht irgendwie. Überantrieb, bla bla bla, Warp Tempo, also. X Freddy X schickt eine Anfrage. Galaxiekarte, hier ist es. Auf jeden Fall früher anders. Dann noch erinnert. Okay, das ist jetzt die Galaxiekarte, liebe Leute. Und hier haben wir vier Planeten, ja. Wegpunkt setzen, freier Luftmodus. Jetzt in die Galaxie. Ich würde eigentlich gerne wieder. Eigentlich müssen wir zu dieser Atlas-Schnittstelle. Hier, Crystal. Ah, geil. Jetzt kann man wirklich die Planeten, die man gefunden hatte, die hab's früher nicht. Crystal Meth. Kommen wir eh nicht hin. Ach, wo bin ich denn jetzt?
Ja, bin ich. Aktuelle Position. Okay, wir folgen jetzt einfach mal der Galaxie. Einen Schritt weiter. Hier können wir auch noch hinreisen. Warp-Antrieb mit 6 Planeten. Klasse F2 PF. 6 Planeten unentdeckt. 203 Lichtjahre entfernt. Ich glaube, da reicht unser Warp-Antrieb noch. Ich glaube, dann schießen wir da mal mit dem Warp-Antrieb hin. Ja, du musst den Warp-Antrieb ja auch updaten, damit das immer besser wird und immer schneller und weiter fliegen kannst. Also schneller geht er nicht als Lichtgeschwindigkeit. Obwohl eigentlich, ja, du kannst aber nicht schneller als Licht sein, weil wenn du schneller als Licht bist, dann siehst du ja nicht, wohin du fliegst. Also ich sag meine, da ist ja kein Licht. Das ist ja die Sache, also weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, über Lichtgeschwindigkeit zu fliegen. Ich glaube, Lichtgeschwindigkeit an sich schon zu fliegen ist fast unmöglich. Aber danach ranzukommen ist die Reisemeilenstein. Forscher, 40 Mal geworfen. 40 Mal. Wir sind 40 Mal jetzt schon mit Lichtgeschwindigkeit geflogen. 40 Mal. Ja, No Man's Sky ist halt so ein Spiel, wo man halt selber Sachen entdeckt. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, falls ihr das Spiel kennt oder nicht. Und da hinten sieht ihr jetzt schon so eine riesen Schiffe. Und so eine Schiffe kann ich mir später auch holen. Planetenbasis entdeckt. Bewohnter Basis als Heimatplanet besuchen. Beanspruchen. Das kann ich hier als Heimatplanet beanspruchen. Ich schicke mal kurz dem Freddy hier eine Einladung. Wo ist er denn, der Freddy? Der liebe Freddy. Freddy, wartet mal kurz. Sandfall gezockt wie The Walking Dead. Ja, was auch immer. Was sonst, meine ich? Was auch sonst? Was auch immer. Leute, Alter. Was geht ab? Push it to the limit. Neues Update. Ja, neues Update heißt so. So. Guck mal. Iridium. Aluminium. Was ist das hier? Ach, das ist auch ein Planet. Ist ja riesig, das Ding hier. Gold, Nickel. Wir brauchten eigentlich Zink. Ankunft, bewohnbare Basis. 5 Stunden sind wir da. Wenn wir so weiter fliegen, sind es 5 Stunden Echtzeit. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal. Guck uns die Basis mal an. Da wir sind jetzt an der Raumstation gewesen, da müssen wir dann auch mal hin, um mit den Aliens zu quatschen. Okay, wir fliegen mal schneller. Bevor ein bisschen Felsen kommt, der uns rammt. Ich verstehe gerade auch nicht, warum wir nicht die Geschwindigkeit wie an diesen Felsen vorbeifliegen. Das macht an sich keinen Sinn. Wie viel geht es noch auf dem Planeten? Er zockt erstmal noch No Man's Sky. Ja, ich zock erstmal noch No Man's Sky. Und dann später GTA. Weil guck mal, GTA kam jetzt ja fast nie jeden Tag. Und da gestern das Update von No Man's Sky rausgekommen ist, neue Push it to the Limit, dachte ich mir einfach, komm, zeig's mal. 15 Sekunden. Krass, auch 5 Stunden werden so schnell 15 Sekunden. Je schneller wir werden, umso schneller geht's dann. Es war schon ein geiles Spiel. Entdecken und so macht Spaß. Wir werden jetzt halt mit Multiplayer und könnte ich vielleicht mit L-Pack und Jizzy machen. Wenn ich noch die Rechte ist und neue. Wenn L-Pack noch dabei wäre, dann müsste ich es kaufen. Dann ist er jetzt irgendwie ein richtiges Problem. Was ist denn los, Alter? So, jetzt passt dich mal an, Rudi. Thank you.
ich kann hier, so ist der Impulsantrieb, ja. Dann lassen wir jetzt einfach. Ja, guck, den Planeten könnten wir als Heimatplanet machen. Natürlich auch eine interessante Sache. Und das ist jetzt auch neu, das gehört auch zu dem neuen Update. Und wie war das nochmal mit den Reisen? Entdeckungen hier. Den Planeten haben wir jetzt. Hier. Achso, ich kann ja wirklich einen Wegpunkt einstellen. Dann kann ich da wieder zurückfliegen. Das ist cool, wir machen mal hier. Gebrüder. Games. Galaxie. Jetzt ist die Frage. Mit langen I kann man die Logik beschreiben. Gebrüder Games Galaxie, das lassen wir so, ja. Und das nehmen wir jetzt Home G. Also Home Gebrüder Games. So, auf dem sind wir nämlich. Viel Flora. Das ist geil. Entdeckung 7000 Units. Oh geil. Scanner wird aufgehört. Ist ganz schön was los hier. Geil, laden wir mal alles auf hier. Ich scanne jetzt erstmal die ganzen Pflanzen und so und Objekte. Kein Ohr. Und das Pink sieht irgendwie geil aus. Ich glaube, ich brauche hier doch meine Basis. Was ist das hier? Das Eisen. Gehen wir jetzt auch mal schnell. Was ist das hier? Hier ist eine Höhle. Hier ist auch ein Pilze. Wir bräuchten aber eigentlich. Was ist das hier? Home GGG heißt der Planet. Für alle Leute, die jetzt gerade nicht dabei waren. Weil wir, Eisen? Wir brauchen aber Zink. Ich glaube, Zink sind so eine Pflanzen. Hier, Plutonium ist immer gut. Plutonium ist das Wichtigste. Damit kommen wir nämlich auch wieder hier weg. Und gucken wir, und das alles, was jetzt braun ist, können wir sozusagen unsere Basis bauen. Die Sache ist, dass das aber alle relativ teuer ist, aber hier könnten wir. Okay, hier könnten wir aber wirklich unsere Basis. Hi Nora, guten Morgen, ihr stinkenden Socken. Hi Nora, du stinkende Socke. Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Ah, cool. Was ist das hier? Anscheinend kann man sich hier auch schnell reisen. Ah, was ist er denn hier? Hallo, Architekt? Bauplanhändler? Okay. Du hast einen Anfang gemacht, Reisender. Lass mich dir helfen, darauf aufzubauen. Und ungebetet in mein Zuhause und trägt Baupläne von Gebäuden und Verstärkungen, die für meine Galaxie wertvoll sein könnten, bei sich. Zeig mir deine Baupläne.
Wand. Bio-Koppelraum. Das sieht eigentlich geil aus, aber ist jetzt schon teuer. 65.000. Dafür brauche ich aber Glas und ich weiß nicht, wie viel Glas herkriege. Hier brauche ich nur Eisen. Dann kauft mal. Ja, ich weiß nicht, was das alles ist. War schon mit Hunden geil. Nice. Ja, aber ich habe jetzt meinen Sohn gerade schlafen gebracht. Telefonbacher. Ach, guck mal hier, aktueller Heimatplanet nicht festgelegt. Das kann ich jetzt als Heimatplanet beanspruchen. Machen wir jetzt noch mal. Ach geil. Oh geil, Alter. Das ist ja dope. Infrastruktur. Das sieht geil aus. Geil. Was ist das hier? Ich kann ich also auch Sachen speichern und so. Ist ja geil. Basis umbenennen? Nee. Geil. Geil, Alter. Hi Nora. Hi Mike. Das ist ja cool, oder? Was haltet ihr davon? Jetzt muss ich halt mir nur, müsste ich mir halt nur so einen Mechaniker holen und der Mechaniker könnte mir dann so ein Auto bauen. Und dann können wir hier mal ein bisschen weiter kommen. Ich werde halt bauen. Raumteile. Spezialterminals. Hier Ego-Fahrzeuge. Okay, also müssen wir zu der Raumstation jetzt. Ja, ich hätte gerne hier noch einen Ausgang. Also sowieso eine. Nicht genug Ressourcen. Ne, ich sehe noch Ressourcen für so eine Tür. Geil. Speicherpunkt auf viel Platin hier. Das ist schon mal geil. Was ist das hier? Oh, Platin.
Was wir mit Viereck einsammeln? Ne, können wir auch mal so ein Spiel töten. Morit? Das ist mir gar nichts, Morit. Wir können auch diese Wächter töten, wie ihr seht. Das ist halt geil, das bringt halt 10. Und nur wenn's geil ist, halt sind wir einfach nur zum Runterkommen. Kann man einfach mal so zocken. Also ein richtiger Beton jetzt stehen ist. Füttern. Man hätte es auch füttern können. Man kann sich auch so Tiere halten, irgendwie. Auf jeden Fall danke für die Like. Likeys, Mikeys, hi, Nick. Nieklix TV. Nieklix ist irgendwie ein cooler Name. Jetzt auf jeden Fall. Ah. Quatsch. Kein Treibstoff. Hier, Startdüsen. Also. Station, hier ist die. Raumstation. Das ist ja komisch. Also der Planet ist dahinter. Hier zu steuern ist relativ dämlich mit diesem Modus. Du kannst kaum sehen, Heimatplanet. Ja, so Konstrukteur muss man sich auch holen. Rechtzeitig abholen. Eigentlich das Scan. Eigentlich das Scan ist nicht so geil. Komm schon. Wenn jetzt unser Schiff kaputt geht, dann ist unser Schiff kaputt und alles, was da drin ist, weg. Wirklich alle. Also außer die Abdeckung, aber alle, alle noch raus. Das ist jetzt nicht. Wo ist jetzt? Das sind doch voll viele neue Materialien. Ich werde erstmal ausstecken, was die Feuer die sind. Aber wo ist denn jetzt diese. Was ist das hier? Frachter. Ja, ich weiß ja nicht, also Frachter, ich habe es auf jeden Fall früher nicht. Hier ist die Station. Ich finde es halt echt kacke, dass die Galaxie so lila ist, dadurch sieht man halt kaum die Sachen. So rot, wisst ihr, wer alle so rot wird. Dadurch High-LK-Kai. Wir sind jetzt gerade hier in dieser Raumstation angekommen, also kannst du mal deine LK-Kami vorbeischicken. Und wir können hier die 10 Likes kriegen.
Jetzt gucken wir mal, ob die hier auch einen Ingenieur haben. Oder einen Techniker brauchen wir. Gucken, welche Alien-Rasse hier ist. Ah, die Viking. Ah, die sind auch da. Was ist ja richtig Party hier, was ist los? Waffenmeister rekrutieren. Konstrukteur rekrutieren. Was ist er hier? Okay, Inventar voll. Was ist Inventar voll? Techniker rekrutieren. Hey. Inventar voll, Inventar voll, Inventar voll. Wir müssen auf jeden Fall was verkaufen jetzt hier. Ja, Nati-Taufen habe ich ja nicht. Das sind auch neue Sachen, die man glaube ich nur mit Fahrzeugen abbauen kann auf dem Planeten. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen, okay. Brauchen wir diese Perlen eigentlich? Dimensionale Matrix behalten wir mal. Hier die zum Beispiel. Selten. Verkaufen wir mal selten. Verkaufen wir auch, damit wir ein bisschen Platz haben im Inventar. Was haben wir hier noch? Zink, hier Iridium. Iridium bringt noch 10.000. Da haben wir 5 Millionen jetzt. Dann gucken wir mal, was ihr uns geben wollt. Vielleicht lernen wir ja noch ein Wort oder so. Selbst zustimmen? Cool. Und ein Nazi-Haufen. Da können wir gleich mal gucken, welche Baupläne wir da drüben kriegen für die Nazi-Haufen. Habe ich alle nicht dabei. Okay, wir gucken mal, was er für Baupläne noch hat. Und dann reisen wir schnell mal zurück. Wenn der Sprit reicht. Gib mir Nazi-Haufen und ja, ich habe 31. Wow. Mach die Nachladung. Finde ich auch geil. Kann man es halt nicht leisten. Schön scheiße. Na gut. Achso, vielleicht gibt es hier noch. Wie ist der Scanner? So ist der Scanner. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Könnten jetzt auch warten, bis hier ein anderer Raumschiff kommt. Das ist mein heißer Flieger, der mir mal gönnt. Für 3-4 Millionen oder so hat er gekostet. Hat ewig gedauert, das Ding irgendwie zu farmen und so viel zu bekommen. Hier ist aber nicht so viel los mit der Galaxie. In den anderen Galaxien sind hier reihenweise Schiffe drin geflogen. Naja, gut. Du kannst halt Schiffe selber nicht zusammenbauen. Also früher konntest du die Schiffe nicht selber zusammenbauen. Da musstest du halt nicht die anderen Schiffe halt hoch. Und es war von Leuten, die erfüllen. Die haben dann halt dein Schiff hin und du hast dein Schiff nur Sachen. Heimatplanet. So, wo ist der Heimatplanet? Alter, ist der die Flotte. Krass, Alter.
Oh, der früher auch nicht. Das ist so doof, Alter. Wow. Geil, Alter. Was ist das hier? Hier. Guck mal, was hier los ist, Alter. Die Frachter hier sind wie besiegt, oder? Feindschlechter Usch. Mache ein Angebot für sein Raumschiff. Können wir jetzt halt mal gucken, wie teuer sein Raumschiff ist? Was will er dafür haben? 7 Millionen. Hat aber auch 29 Plätze. Klasse A. Klasse C schon. Da ist die Kommandozentrale. Die war hier auch noch nicht drin, deswegen muss man kurz mal gucken. Und lang hier, das ist ja geil. Der überwacht das hier alles. Oh, geil. Krass. Hey, ne? Hallo, ich bin Captain des Frachters. Angebot für Frachter machen. Zugang zu einem Hangar für Lagerung mehrerer Schiffe, Alter. Shit, die haben mir wirklich so viel verändert. Die haben mir wirklich so viel schon gemacht. Gefällt mir. Wow. What the fuck? Alter, das will ich haben, das Ding. 16 Millionen, das ist ein bisschen zu viel. What the fuck, Alter, das Schiff muss ich kaufen. Fuck, kann ich aber mir nicht leisten. 16 Millionen, okay, da müssen wir ein bisschen. Okay, wir reisen jetzt mal schnell auf den Heimatplanet zurück und holen uns dann das Schiff hier. Weil das ist riesig, Alter. Soll ich hier durch, was sind da Fenster drin? Da sind Fenster drin. Ah, ist schon ein bisschen doof. Da ist unser Heimatplanet. Wir reisen jetzt mal kurz in die Richtung. Oh, warte, warte, du bist noch gar nicht so weit. Muss man aufpassen. Wenn du irgendwann zu schnell bist, dann ist es vorbei, Alter. Der ist jetzt, aber der Heimatplanet ist halt geil, weil der wirklich alle Tatik nur. Nickel, Iridium. Emeril ist richtig geil und noch so ein lilanes Zeug. Leider hat der Planet keinen Mond. Nee, wir müssen zu der Basis dafür. Da müssen wir erstmal in die Umlaufbahn E von dem Planeten. Und dann landen wir aber bei unserer Basis und gucken mal, welche Fahrzeuge wir bauen können. Kurs korrigieren.
Aber vom Weiten sieht der geil aus als Heimatplanet, oder? So ein richtiger E-Bruder-Gamesplanet. Springt, weil wir immer mehr, also immer tiefer werden, immer tiefer kommen, dadurch der Luftwiderstand immer größer wird. Und jetzt sind wir so knapp an der Atmosphäre, Eintrittsatmosphäre. Wir können jetzt natürlich auch runterziehen, aber dann wird es auf jeden Fall länger als eine Minute dauern. Weil je höher der Luftwiderstand ist, umso höher ist halt die Zeit. Kann ich jetzt hier mal demonstrieren. Oh, sehr geil, jetzt ist schon eine Minute. Ich rufe noch mal den Boost. Das ist ja schade mit dem nervigen Update. Aber das neue Update hier, Push it to the Limit, ist auch eine Stunde groß gewesen. 10 GB weg oder ja. Ich glaube, Tool hat mir damals halt Vollpreis geholt. Vollpreis, Alter. Oh, und das war mega krass. Und hat sich dann am Anfang noch gar nicht gelohnt, hatte noch gar nicht die ganzen Features und jetzt eine eigene Basis bauen, das ist natürlich richtig dumm. Was so lange. Richtig geil landet, Alter. Tolle Scheiße. Oh, fuck, stopp. Shit, ja. So, schnell Rinder. In die Stube. Die jetzt nur Fragezeichen sind halt die Sachen, die wir halt sehen, wenn wir rüberfliegen. Basis Terminus. Okay, jetzt können wir, glaube ich, gleich zur Basis. Da hinten muss der Typ jetzt arbeiten. Ach, da sitzt er schon. Guck mal, jedet hier, wie tief jedet hier runter. Iridium. Okay, krass. Ach, gucken, wo das ist hier. Können wir am nächsten irgendein Fundament. Nee, ich hätte ja gerne irgendwie so ein Lager.
Okay, der ist geil. Der Signalbooster. Können wir bestimmt doch alle noch umstellen. Hi Justin. Herzlich willkommen und danke für das Liken. Like, Maike. Wo ist denn hier das Ding, was wir vorhin hingestellt haben, die komische Kugel? Bin mir aber ganz schön sicher, dass da eine Kugel stand. Alter, ist halt windig draußen. Das ist mega windig draußen. Was ist denn da los? Alter, kurz. Ja, so war halt bei mir ungefähr auch. So. Ja, hier. Soll mein Außenpass so hoch? Operationszentrale entdeckt. Drei Zuschauer. Und du bist ein Zuschauer, Mike. Ja. Das stimmt schon. Könnt ihr mal ein paar Likes da lassen, wenn euch das Spiel gefällt. Wir sind jetzt auf dem Home Planeten. Ich muss mal den scheiß Mikrofon hier festmachen. Nervt mich nicht übelst. So. So jetzt. Nervt mich, ich brauche eigentlich hier Video und so. Und wie ist ein kleines Fahrzeug? Ach, da haben wir es gebaut. Hier versteht die Kugel noch da. So, wir ballern hier erstmal rein. Der Video ist geil. Was ist denn los? Ist halt schon viel. Alter Falle. Weil cool ist halt auch, dass neue Spielmodus gibt und du halt ein paar Sachen machen kannst, die
vorher halt nicht möglich war, zum Beispiel auch dieser Kreativmodus und so. Wie konnte ich denn da oben parken? Oh, hier auf jeden Fall auch noch eine Tür. Fundament, eigentlich brauche ich einen Landeplatz oder so. Das ist ja nicht so viel, was ich brauchen kann. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Die Frage ist jetzt, wo wollen wir jetzt hin als nächstes? Okay, Teleporter nicht verfügbar. Nicht so geil. Wie sieht's denn hier aber aus mit Fenstern? Mal gucken, ob er Glas hat. Uah. Bambus ist cool. Glasraum wäre natürlich auch geil, wo noch mehr für Glas. Den holen wir mal. Und dann gucken wir mal. Können wir Glas herstellen? Ja. Der zeigt mir das halt auch nicht mal an hier. Schade. Anscheinend geht das nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Problem ist, dass ich vergessen habe, dass da irgendwann alles ist. Ja. Ich habe irgendwie einen Bock gefunden, oder? Oh, ich hab vorher schon getötet. Exotisch, was stand da? Die Frage, ob wir da überhaupt hochkommen.
gerade so. Wo ist die Operationsbasis? Fliegen wir da mal hin. Jetzt gehen wir noch die Umgebung. Ah, guck mal. Was zählt hier? Achso, hier kann ich mein Raumschiff rufen, das ist cool. Was denn bin ich? Ein Isotop und hier sind noch diese Speicherdinger. Damit speicherst du sozusagen den Ort. Was hast du damit denn entdeckt? Noah-Land. Okay. Eingang. Diese komische Zeit, Schaltzentrale hier. Was ist das? Ach krass, wir sind auf der Stelle. Was wo denn? Wo denn? Das Flugzeug ist aber auch neu. Ich dachte, das war ja auch noch nicht. Wir müssen hier diese Notschaltding abschalten. Mach mal, Bro. Energiekerne verstärken, Energiekerne verstärken. Okay. Ich glaube, Energiekerne verstärken. Nein. Fuck. Haben wir verkackt. Das ist jetzt gesperrt. Nur ein paar Stunden ist jetzt gesperrt. Hier ist noch Zink, genau das braucht man ja. Ich bin verdammt für Liken, Leute. Und so ein bisschen Zink und zocken dann gleich GTA. Dann habe ich eigentlich fast alles gezeigt von dem Update. Die einzelnen Fahrzeuge müssen wir dann noch bauen. Und die Modus, so werde ich den euch auch noch vorstellen. 80% abgeschlossen. XD, okay. Was hast du Bock, Nora? Wo wollten wir als nächstes hin? Wir wollten hier auf jeden Fall die Dinger abarbeiten. Verlassene Gebäude. Und Gold habe ich früher nie gesammelt und verkauft, aber Gold ist nicht mal die teuerste. Oh, guck mal, hier ist eure Basis. Der eh auf dem Weg. 10 Stunden dauert der eh. Okay. Sieht mir hier relativ. Neu aus. Können wir hier machen. Ach, guck mal. Jetzt ist da ein Geheimnis. Jetzt steht unten links eine Zahl. Ja. Von 23 auf 45. Sind wie viel? Ja, sind 22, also 22
plus sozusagen, ne? Da kommst du auf 45. So, um jetzt auf 8,89 zu kommen, brauchst du, ziehst du einfach 40 sind 44, ja. 22, 44, 66 müsste jetzt kommen. Fast nicht, ne. Ne, 88 müsste jetzt kommen. Sind, wenn du 90. Ja, du, was bleibt denn da übrig? Da bleibt auf jeden Fall, wenn du 90 abziehst von 70, ja. Ist ja bei 80. Könnte hinkommen, ja. 88, ja. Ist 88 und 88 mal 2 ist 186. What? Aber das war doch richtig, oder? Also wir haben das doch richtig. Ach, ja, okay. Lande hier. Überall 1000 Kilometer weg. Was ist denn das, Alter? So, da kriegt er wieder ein Wort beigebracht. Korvax gelernt. Was machen die hier? Das war knapp, Alter.
Exit. Und so, Ex. Wo ist denn jetzt mein Auto? Was da ne? Das ist eine Schatzkiste, oder was? Schauen wir uns mal schnell an. Okay, Inventar voll. Raumschub. Fliegen wir mal zu meiner Basis. Und ein Landeport. Oh, fliegen schon andere Leute auf dem Planeten hier. Scheiße, wir müssen unbedingt diese Ding bauen, Alter. Und wir diesen scheiß Heliport holen können. Hm. Kann ich hier nicht. Ach so. Ja, ziemlich cool. Könnte man voll Werbung machen mit. Oder die Leute könnten sich jetzt selber das Spiel holen, um uns kann versuchen, den Planeten hier zu finden. Kriegen sie Geld von mir oder irgendwas. Die kriegen sie geschenkt. Weil das ist echt fast unmöglich, das hier zu finden. Du musst jetzt ja gucken, wie die heißt. Ich weiß nicht, ob man die raussuchen kann oder nicht, oder doch. Hier bauen will ich nicht. Kann ich eigentlich alles verkaufen, oder? Hehe, Heredium. Ja, wir brauchen halt eigentlich einen großen Frachter, dann können wir ja den Scheiß auch hochschicken. Aber zum Beispiel, wir können ja in der Nähe von dem Schiff. Zink lassen wir hier, die können weg, die können. Jetzt gehen wir zurück und packen dann nur die Sachen rein, die wir behalten wollen. Kohlenstoff natürlich. Zink auch. Okay. Und jetzt fliegen wir nochmal schnell in die Basis. Also Basis heißt halt die Handelsstation. Und dann verkaufen wir alles, was wir noch haben. Das ist cool, oder? Dass da steht, willkommen bei den Gebruder Games. Also wenn jetzt wirklich Spiele, andere Online-Spieler, ja, hier den Planeten finden. Und dann hier zu dieser Basis fliegen zu meiner, die wahrscheinlich angezeigt wird, und steht da halt, willkommen bei den Cooler Games. Das ist jetzt wirklich relativ cool.
was willst. Was sind jetzt Wesen? Ach, fuck, ich muss so durch und so was. Das jetzt glaube ich jetzt nicht. Das ist ein Scheiß. Und rechts unten wird jetzt auch angezeigt, dass mein Inventar voll ist. Das ist cool, das haben sie vorher auch nicht gemacht. Da sind schon einige Updates dazugekommen. Also wirklich einige. Dafür, dass mit GTA da eben eins wäre in Rennen gekommen sind, ist so. Und in Auto. Das steht hier schon ein Riesenunterschied. Man kann jetzt ja wirklich Sachen bauen und Wagen bauen. Die fand sich alle am Anfang gewünscht haben, neu zu machen. Deswegen gehen wir jetzt zum Forum jetzt an. Galaxie springen. Weil wir müssen ja auch noch fehlt mir noch Antimaterie. Für einmal Warp. Und dann können wir den Hyperantrieb nächsten Mal aufladen. Also einmal. Das ist doof. Den Leuten haben wir schon gequatscht, die kennen uns schon. Gegenstände verkaufen. Aus dem Inventar. Exos-Anzug. Bin ich drin. So. Gucken wir jetzt mal alles. Oh, ich habe sehr lange Sachen verkauft. Ich glaube, ich muss Gold finden. Auf irgendeinem Planeten. Oh fuck. Das sah geil aus. Fuck. Wo ist denn die nächste Schnittstelle? Das ist zu weit. Und zu denen, die haben drei Planeten, da kann man mal hinspringen. Warp-Antrieb auch eh alle. Müssen wir da eh erst wieder
einen Scheiß fahren, bevor das irgendwie wirklich losgeht, oder? Im Endeffekt kann man auch einfach nur auf dem Planeten bleiben. Wir sind ja eigentlich so groß, dass man da eh alles machen kann. Aber ui, was ist das denn? Ein Weltraum, also was ist das denn? Ich bin mal ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob da der Eingang ist, war. Ich dachte, da war so viel an der Erde. Wo sind die Todessterne? Wo sind die? Wir sind doch darin. Und doch, ja. Also der Antrieb. Priester. Ressourcen zur besseren Erkundung willkommen. Krass, kann ich nicht, schade. Ich hier dann kann ich oder nicht. Irgendwo brauche ich höhere Sachen. Ich denke, dann die kann ich auch nicht fliegen. Das ist nicht cool. Ich bin wieder raus. Gucken wir mal. Den scannen wir jetzt mal kurz. Wird geladen, also jetzt gehen wir mal hier. Ich suche eigentlich einen Goldplanet. Nickel Aluminium. Ich weiß nicht, hier gibt es drei Planeten. Also wir sind jetzt im Zentrum. Unentdeckt. Ah, hier. Ja. Eine Raumstation. Das ist die Anomalie, da hinten sind die Frachter. Ui. Oh, ich hoffe nicht, dass ich verliere. Wir fliegen jetzt einfach auf den Planeten und weiter nach.
Ich hab jetzt eh gleich heute Abend. Alter, der ist uns warm, der Planet. Bisschen Platin aus einer kleinen Pflanze. Wir speichern jetzt mal hier. Machen wir aus am besten. Gespeicherte Spielstände. Laden, laden, laden. Hier. Das war es erstmal mit No Man's Sky. Und ja, wir sehen uns später wieder. Schreibt nochmal in den Kommentaren und lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, peace out, die Bullgames.